Ich habe die Predigt heute überschrieben mit «Was, wenn Gott mit aufs Motorrad steigen würde?» Vielleicht auch ein Symbol für verschiedene andere Hobbys. Es ist eines von meinen, vielleicht auch noch ein bisschen geprägt von meinem ursprünglichen Beruf, Motorradmechaniker. Und ich nehme euch ein bisschen mit auf eine Lebensgeschichte, die ich mit dem Motorrad zusammen erlebt habe. Genau, das Kinderprogramm startet noch. Und bevor ich starte, tue ich noch beten. Jesus, wir danken dir, dass wir heute da sein dürfen, dass wir den Gottesdienst feiern dürfen, dass wir die Gemeinschaft geniessen mit dir. Danke, dass du mitkommst. Und ich weiss, du hast für jeden von uns heute etwas bereitgelegt. Danke, dass du uns hilfst, Heiliger Geist, das zu finden, was du heute Abend willst, in das Leben, das da ist, da oben oder in den Kinderdiensten, dass du uns das finden lässt, was du willst in dein Leben hineinreden. Dass du uns lässt verstehen, was du uns heute willst sagen und dass du uns hilfst, das im Alltag zu etablieren. Amen. Ich nehme euch heute mit in eine Motorradgeschichte. Dann nachher machen wir so eine Lenkerdiskussion. Wir werden einen gewissen Teil von einem Unfall anschauen. Und am Schluss geht es ums Topcase. Und für alle, die nicht wissen, was ein Topcase ist, das ist die hinterste Kiste vom TÜV. Da, das nennt man das Topcase. Da tut der TÜV-Fahrer in der Regel so das Wichtigste mit, was er noch dabei hat. Schauen wir dann eben am Schluss an. So eine Symbolik, was wir wollen, mit heimnehmen. Ich nehme euch zuerst mit in die Geschichte, die ein bisschen etwas auch mit dem TÜV und mir zu tun hat und auch mit meinem Glaubensleben. Ich habe neben TÜV mich gelernt, ursprünglich, und habe dort auch noch ein Jahr darauf geschafft, bin auch im Maschinenbau tätig gewesen, auch im internationalen Service. Und als wir dann geheiratet haben, habe ich vorweg noch einen TÜV gehabt, einen Yamaha TDM 850. Und das TÜV, mich hast du das Privileg gehabt. Du hast nicht zuerst die Autoprüfung machen und dann, was früher noch üblich war, zwei Jahre so Zwiebackfräse fahren, da, 105 Liter Dampfer, sondern du hast gerade dürfen auf die Grosse über. Das heisst, ich bin in die Stiftung gegangen, zuerst mit dem Velo, nachher mit dem Mofa und wenn es kalt war, konnte ich den Traktor nehmen vom Vater. Der hatte eine kleine, so eine Pseudoheizung gehabt, das war nicht schlecht gewesen. Und nachher konnte ich gar nicht steil rauf auf den TÜV. Und die hatte ich auch noch schön vorbereitet. Die hatten einen Tank, den habe ich alles voneinander geschraubt, alle Felgen gespritzt, Tank, alle Teile in so einem blauen Metallsee, vorne einen grossen Weisskopfseeadlerkopf auf den Tank rauf. Ich habe lange gesucht, aber ich habe leider beim letzten Wechsel von meinem PC, weiss ich nicht, wo ich diese Fotos kopiert habe, aber sonst hätte ich auch noch eine mitgenommen. Und in dieser Motorradgeschichte, als ich mit dem TÜV ein bisschen hatte, war es so, dass ich in eine Gemeinde gewechselt habe, am Bodensee. Und dort war es eher tragisch, eine Frau einen Todesfall gehabt. Ihren Mann ist nach einer Operation in ein Koma gefallen und nicht mehr verwacht. Ich habe dann geholfen, sie hat mich gefragt, sie müsse ganz viele Sachen durchstöbern. Und es fällt schwer und dann sind wir zum Zweiten, sogar zum Dritten helfen, das durchstöbern. Schauen, was sie behalten will, was nicht. Und alles, was sie uns gesagt hat, was sie nicht will, haben wir geschaut, ist so etwas, was wir auf Ricardo tun können oder sonst irgendwie. Und das haben wir gemacht, mehrere Tage. Hat dann noch einen alten Roller gehabt und andere Sachen. Dann habe ich dann die noch geputzt und hergerichtet, sodass man die dann auch verkaufen kann. Und ich habe gewusst, an der TÜV Kleidung an, die ich noch sehe im Keller, es hat wahrscheinlich auch noch einen TÜV rum. Hat dann irgendwann, als ich bin so kurz von den zwei Garagen, die ich hatte, übergelaufen, habe ich gesehen, ja, da steht noch mal irgendein Silberiger rum. Und dann nachher ist irgendwann am Morgen ist die Frau zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe eine stille Zeit gemacht und ich habe das schon letzte Tage gemacht. Und Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt und sie hat dann gesagt, ich warte noch mal einen Tag und hat das noch mal im Gebet gereiht und hat sie gesagt, ja, Herr Gott, jetzt noch mal gefragt und es ist wirklich so. Sie ist dann gekommen und hat dann mir
und gesagt, und man merkt es noch, das rote Ding erinnern, wo sie gesagt hat, schau da, das ist deine. Dann habe ich gesagt, ja, wie meinst du jetzt das? Dann hat sie gesagt, ja, Gott hat mir gesagt, ich soll dir den TÜV schenken. Er hat jetzt 28'000 Kilometer drauf und ich habe schon ein paar Jahre. Also er hat fast keinen Kilometer drauf gehabt und Gott hat mir einen TÜV geschenkt. Ich habe immer ein bisschen den Wunsch gehabt, wieder einen TÜV zu haben, aber ich fand, mein Kind liegt sowieso nicht drin und hat das eigentlich auf die Seite getan. Und mir hat das einmal mehr gezeigt, dass Gott deine persönlichen Wünsche kennt. Dass er das, was tiefst in deinem Herzen ist, weiss. Vielleicht auch ganz viele Sachen, die du nicht gerne hättest, wenn er es wüsste, aber er weiss es. Und er ist darum besorgt, wie ein Vater um sein Kind. Mir hat das einmal mehr gezeigt, dass Gott ein Gott ist, der nicht nur einfach da schenkt, was du brauchst, sondern der auch darüber hinaus sich an dich verschenkt. Und auch manchmal ganz praktisch. Am Anfang hatte ich das Gefühl, es ist mega cool, einen TÜV geschenkt bekommen. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass Gott etwas vorgehabt mit dem TÜV. Da komme ich dann nachher noch ein bisschen drauf zurück. Auf meinem Glaubensleben hat mich Gott mehr auf so eine TÜV-Tour mitgenommen und hat immer wieder ein paar knackige Kurven eingebaut, wo es ein paar Sachen gab, die er mir über den Weg gestreut hat. Und die haben mich herausgefordert, so einer von diesen Versen, die mich herausgefordert hat, habe ich dir mitgenommen. Steht im Jeremia 7, 23. Sondern diese Worte habe ich ihnen befohlen, gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohl ergehe. Da hat es ganz viele Wörter drauf, hoppla, ganz viele Wörter drauf, die ich mich gefunden habe, die sind uncool. So befehlen, gehorchen, einen präzisen Weg gehen, gebieten. Ich habe gefunden, Gott, ich finde das jetzt nicht unbedingt so prickelnd. Und Gott hat mir immer wieder auch gezeigt, geh den Weg mit mir. Ich will dein Bild von mir verändern. In etwas Neues hinein. Und was mich besonders aber angezogen hat, ist der letzte Teil, damit es euch wohlergehe. Ich habe das Wohlergehen Gottes in meinem Leben wollen haben. Das habe ich wollen. Den Rest oben dran, den hätte ich eigentlich gerne ausklammert. Und Gott hat mich mitgenommen auf dem Weg und hat mir gezeigt, dass da mehr rum ist bei ihm, wie Gehorsam, wie Gesetz, sondern da ist auch Liebe da. Das habe ich für ihn gewusst, aus der Geschichte vom TÜV. Und ich bin überzeugt, dass so Geschichten auch in deinem Leben stattfinden. Wir müssen uns einfach auf den Gott einlassen. Und ich habe mich auch gefragt, würde Gott in jedes Hobby mitkommen? Ich bin mittlerweile der Überzeugung, Gott kommt in jedes Hobby mit. Er kommt überall dort hin mit, wo du auch hingehst. Aber nicht vielleicht aus den gleichen Gründen wie du. Du machst das Hobby vielleicht zur Entspannung, vielleicht fürs Fun, vielleicht für den Nervenkitzel etc. Gott kommt nur mehr weit wegen dir. Ihm ist eigentlich gleich, was du für ein Hobby hast, aber du bist ihm nicht gleich. Und darum kommt er mit in dein Hobby. Er will mit dir unterwegs sein. Und das habe ich auch dürfen merken, als ich den TÜV geschenkt bekommen habe. Gott will nicht nur einfach am Spielfeldrand stehen von meinem Leben. Er will mit drin mit mir spielen. Er will nicht nur einfach der Coach sein, sondern richtig näher dabei. Und wenn du denkst, wie näher darf Gott an dein Leben herankommen und wie näher darf er drin hineinschauen, dann stell dir jetzt vor deinem inneren Auge so eine Situation vor, wo du vielleicht mal nicht so brilliert hast. Dort, wo du mal wieder ausgerastet bist, dort, wo du mal wieder irgendwie völlig neben den Schuhen gelaufen bist. Stellst du dir das so ein bisschen vor, wo du das Gefühl hast, ah, da bin ich richtig daneben gewesen. Da fällt dir, also mir fällt ganz sicher etwas ein, ich weiß nicht, ob dir auch etwas einfällt. Und dann stell dir vor, du schaust in dem Moment gerade in die Augen von Jesus. Das ist so dann, wenn ich kurz wieder aufschaue und wieder abschaue. Dann würde ich vielleicht nochmal so kurz schräg schauen und dann würde ich denken, Aber ich glaube, Gott sagt, komm, schau mal in die Augen. Weil ich will auch in diesen Momenten mit dir unterwegs sein.
Und er sagt das nicht einfach so, er hat das schon vorweg angekündigt. Er hat das gesagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 20, wo steht, ich bleibe bei euch bis am Ende aller Tage. Ich habe einmal Ja gesagt und zu dem Ja stand ich. Und Gott hat mich weiter mitgenommen auf den Weg von dem Glauben immer näher an sein Herz hin. Und er hat mir wieder einen Vers gegeben, ein paar Jahre später, im Johannes 14, 23. Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir werden beide zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Gott will das tiefste Wohnung nehmen in deinem Leben inne. Das tiefste Wohnung nehmen in deinen Gedanken und Handlungen inne. Er ist nicht einfach der Gott, den du am Sonntag einmal besuchst in der Predigt und ab und zu mal ein geistliches SMS schickst, in dem du mal ein bisschen bettest oder zwischen deinen Bibeln lesest. Er sagt, ich will immer dabei sein. Ich möchte mit dir weitergehen, wie einfach nur ein bisschen Sonntag geniessen. Sonntag ist so Sahnehäubchen am Ende oder Anfang der Woche, je nachdem, ob du protestantisch oder eher jüdisch orientiert bist, ist das der Anfang oder der Ende der Woche. Er will, dass er im Alltag mitkommen darf. In deinen Alltag. Weil dort fängt auch dein Gottesdienst an. Eigentlich. Und wenn du mal wieder denkst mit dem TÜV, also, er hat einen Tacho drauf. Der zeigt dir Geschwindigkeit an. Mit dem TÜV bist du tendenziell immer ein bisschen schneller unterwegs. Wenn man ein bisschen mehr. Manchmal bist du auch im Leben ein bisschen zu schnell unterwegs. Und das geht auch öfters gut, wie beim TÜV-Fahren auch, aber es ist auch eine grosse Herausforderung. Und wenn es mal wieder nicht so gut geht und mal irgendwo daneben gekommen bist, hätte ich vielleicht mal wieder geblitzt, hat es auch mich einmal, vor Jahren, so einen 1700-Franken-Blitzer, so ein teures Fötterli habe ich im ganzen Leben noch nie bekommen, so ein richtig teures Fötterli. Auch nicht sehr lobenswertes. Aber Gott sagt, ich gehe mit dir Wegstrecke. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, so sagt der Paulus zu den Philippern, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Wir gehen in den zweiten Teil über, wo es ums Lenkrad geht. So der Teil da vorne, wo du manchmal draufhockst, ein bisschen da rumreissest. Und das Lenkrad, mit dem kannst du ganz viel machen. Da hast du auch noch den Ding dran. Jetzt ist der Raimund da, der hätte jetzt noch gerne laufen lassen, aber er hat nicht so gerne Verbrennungsmotoren. Da haben wir es gefunden. Du nicht ihm zu lieb, den nicht laufen lassen. Sonst, das würde noch ein bisschen Predigt noch ein bisschen veranschaulicher, noch ein bisschen so reichbar machen. Aber bevor wir jetzt auf den Lenker näher eingehen, möchte ich dir noch kurz mit dem Exkurs einleiten über die Zeit, die du mit Gott verbringst. Ich mache dir Mut aus meiner Erfahrung heraus, dass wenn du das nächste Mal Zeit mit Gott verbringst, ob du bettest, ob du stille Zeit machst, ob du Worship machst, nimm dir die ersten 3 Minuten Zeit und du einfach Gott mal fragen, Jesus, was möchtest du mir heute, jetzt sagen? 3 Minuten. Die können auch lang sein, wenn du einfach wartest. Nur 3 Minuten. Übrigens, 3 Minuten ist die Standardzeit, wo du an einer Ampel stehst. So plus, minus. 3 Minuten Zeit zu hören, was Gott dir sagt. Und dann steig ins Gebet, sag ihm, was du noch möchtest wissen oder was du ihm möchtest angeben. Und ich glaube, die 3 Minuten, wo du das, was dort rüberkommt, schreib das auf. Und ich glaube, Gott wird ganz viel coole Sachen in dein Leben hineinreden. In einer von meinen 3 Minuten, wo ich mal hatte und einfach mal gehört habe, was Gott gesagt hat, hat er im Leben von mir gesagt, schau, Michael, ich habe dir den TÜV nicht einfach so geschenkt. Ich habe dir den gegeben, um dir etwas zu zeigen. Ich würde auf deinem Lebens-TÜV lieber vorne hocken.
Wenn du ein TÜV-Fahrer bist und einmal TÜV gefahren bist, hockst du in der Regel nicht mehr so gern hin. Warum auch immer, es ist einfach ein bisschen herausfordernd. Und ich habe das auch gemacht. Ich bin dann irgendwann heimgegangen, bin auf den TÜV geguckt und dachte, jetzt hocke ich mal auf den Fußraster hinten. Da hinten auf dem Fußraster, da noch eins hinten rutschst. Dann habe ich gemerkt, das ist ein bisschen mühsam. Du kommst schon gar nicht mehr an den Lenker führen. Geschweige denn an das Gas oder an die Bremse. Es ist dann einfach mühsam. Du hockst hinten und geniessest die Fahrt. Mehr oder weniger. So ein unangenehmes Gefühl ist so ein bisschen in mir aufgekommen. So, wenn Gott in dein Leben hineinkommt und vielleicht auch mal sagt, und ich glaube, das sagt er in ganz vielen Leben, dass er eigentlich vorne hocken will. Er eigentlich in deinem Leben will den Lenker übernehmen. Dann ist so für gewisse Gedanken, die können aufkommen, ist Kontrollverlust. Fun-Verlust. Und da sind ja ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel so ganz leichtes Unbehagen mit ein bisschen Angst gekoppelt. Aber Gott sagt, nein, du musst das nicht haben. Du kannst die Fahrt mit mir hinein geniessen, weil wir machen die Fahrt zusammen. Wir bereden auch das Ziel zusammen. Und wir sind zusammen unterwegs. Und meine Gedanken sind immer noch gewesen, ja, aber ich kann nicht selber bremsen und Gas geben. Und mir hat Gott immer wieder gesagt, schau, es ist gut, wenn ich das Tempo würde bestimmen. Dein Tempo ist mir manchmal zu langsam und manchmal bist du viel zu schnell unterwegs. Und ich habe gemerkt, dass Gott da einen guten Weg geplant hat. Und er lässt uns sogar in die Karte hineinschauen, wenn er den Weg mit dir vielleicht auch gehen will. Er hat das aufschreiben lassen in Matthäus 11, 29. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir, dann findet euer Leben Erfüllung. Also wenn ihr etwas überall mal wieder gehört habt, ob sie jetzt religiös gewesen sind oder richtig Christen oder nicht, erfülltes Leben haben eigentlich alle wollen. Da ist einer, der das sagt, der das machen kann mit dir. Wir probieren mal etwas aus. Wir tun dann einmal zusammen laut lesen. Wir probieren das mal. Laut zusammen. Ich fange mal an. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Scheint, sollte das helfen, dass man es besser behalten kann. Ich frage dann irgendwie ein paar Predigten später nochmal. Christian hat schon aufgeschrieben, der kann es dann wahrscheinlich nochmal wiedergeben. Ich glaube, einfacher formuliert ist der Kontrollverlust auch manchmal damit verbunden, dass man sagt, ja, ich kenne Gott noch nicht so gut, was macht er mit meinem Leben? Und dann sagt Gott, dann nehmen wir uns die Zeit. Mit vielen Leuten geht er einen Prozess und einen Weg, bevor er dann immer mehr auch das Leben anfängt, näher beeinflussen. Und ich glaube, viele Leute haben auch Angst, so das kompromisslose Leben mit Jesus einzugehen. Ja, Jesus, mein Leben übergeben, ja, aber Gott, die komplette Kontrolle, Lenker, alles inklusive. Weiß nicht so recht. Da kommt mir so etwas auf. Ich nenne das so einen taktischen Kniff vom Teufel. Er hat das Gefühl, oder er lässt dir das Gefühl aufkommen in deinen Gedanken, dass Gott vielleicht nicht gut mit dir meinen könnte. Er lässt dir den Gedanken aufkommen, der sagt, musst du mal schauen, was Kirche gemacht hat. Und Kirche hat öfters nicht gute Sachen gemacht. Er lässt den Gedanken aufkommen, der sagt, was, wenn denn? Aber eigentlich sagt Gott, lass dich auf mich ein. Bei mir ist Freude zu finden und ganz viel fester hat Gott auch eingesetzt. Und wenn du dich lässt, mit Erfahrungen überschütten von Kirche und vielleicht auch Christen, die du kennengelernt hast, dann ist das nicht das, was Jesus sagt. Er hat gesagt, du kannst bei mir kommen.
Ich, nicht die Kirche oder die Gläubigen, ich quäle euch nicht. Und er leitet dich. Und auch er kann Erfüllung bringen. Kirche ist ein Konstrukt, das hilft, dass Gemeinschaft gelebt werden kann. Es gibt verschiedene andere Konstrukte. Aber die wahre Gemeinschaft ist in ihm zu finden. Und dann hat er mich natürlich als TÜV-Fahrer, also auch wenn man es nicht glaubt, ich habe mal so lange Haare gehabt, bin eh noch ein bisschen kratzbürstig gewesen zum Teil, habe Kampfsport gemacht. Und mit dem Kampfsport, da hast du auch gewusst, wo du wem musst, wie eins hauen, dass es auch richtig wehtut. Und ich mag mich an eine Situation erinnern, ist jetzt nicht sehr lobenswert, da sind wir im Turnen gewesen, in der Berufsschule. Ich glaube, Unihockey haben wir gespielt. Und irgendein hat mich gefoult. Und dann hat es, glaube ich, der Schiri nicht gesehen. Und dann habe ich den einfach so mal eine Runde in den Schweizkasten genommen, umgedreht, Knie gelupft und dann mal kurz führen und einmal unten durch einen Fäger gemacht und dann ist er gelegen. Ich habe nachher noch raushocken lernen gefunden, es sei übertriebene Gewalt. Ich habe ihn totes Mal nicht eingesehen. Gott gab mit uns Wegstrecken und er fordert uns auch raus. Aber nicht mit dem da. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Verändern eurer Gedanken in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Das Verändern eurer Gedanken heißt im Griechischen Metamorphose. Das ist nicht einfach nur ein bisschen anders denken. Es ist eine komplette Umwandlung. In der Metamorphose wird aus einem Räubli ein Schmetterling. Er will wirklich was verändern bei dir. Und auch bei mir, als ich Jahre später wieder mal meinen Stifti-Kollegen getroffen habe, den ich Berufsschule zusammen gemacht habe, da haben wir einmal im Jahr machen wir da so ein Essen. Und dann hat er gesagt, als ich gläubig geworden bin, da ist irgendein gekommen, hat mich blöd angefeilt, glaube ich, beim Essen. Und dann hat er gesagt, du hast dich schon komplett verändert. Wenn das vor ein paar Jahren passiert wäre, dem hättest du dermassen wüst gesagt. Im Restaurant rein. Mich nimmt schon Wunder, was bei dir denn passiert ist, dass du da nicht mehr so hast. Dann habe ich gesagt, du willst das nicht hören. Ich sage das trotzdem. Ich darf Jesus kennenlernen. Oh, wieder einer von diesen Religiösen. Dann habe ich gesagt, ja, es gibt Religiöse, aber ich darf Jesus kennenlernen. Wir treffen uns immer jedes Jahr und jedes Jahr gibt es wieder so schmale Diskussionen um das Thema herum. Mittlerweile bin ich ja Pfarrer. Da kann ich noch meine Pfarrerkarten ausspielen. Da kann ich ihm sagen, schau, musst du verstehen, ich bin Pfarrer, ich kann nicht anders. Das ist einfach mein Beruf. Das ist wie wenn du Hilti-Vertreter bist, du bist einfach Fan von der Marke. Und ich bin einfach Pfarrer. Musst du verstehen. Dann schmunzelt er einmal und sagt, ja, ist gut. Und so ist Gott auch immer weiter im Prozess mit mir gegangen. Er hat mich mit dem TÜV mitgenommen, hat immer mehr angefangen, das Lenkrad in mir greifen, hat immer mehr angefangen, an meinem Glaubensnavi rumzuspielen. Da habe ich auch ein Navi eingebaut, da vorne dran. Und hat angefangen, da Veränderungen zu machen. Und hat mich herausgefordert, in den Prozess mitzukommen mit ihm. Und wenn da die Rede ist von Sachen, die anders werden, dann nachher hat er mich auch mitgenommen in gewisse Sachen, die er anders will haben. Hat er zum Beispiel gewusst, dass in den 10 Geboten steht, ganz am Anfang von dem Satz, wo die anfangen, steht, du sollst nicht. Das ist eigentlich so die klassische Übersetzung. Hat der Luther so gewählt, ist auch gut so, sollst du wirklich nicht, gerade so bei einem töten und so, sollst du wirklich nicht. Gibt auch andere Sachen, aber eigentlich die Formulierung, die im Hebräischen gewählt ist, heisst, du wirst nicht. Und die wirst nicht Formulierung hat einen anderen Kernansatz. Das heisst, du hast dich so weit einlassen auf die Gedanken Gottes, dass du verstanden hast, warum das nicht sollst.
Der Kind kannst du noch lange sagen, lange nicht auf die Herdplatte, die ist heiß. Oft macht es dann noch kurz ah. Tatsächlich. Und wir da als Glaubenskinder haben wir den gleichen Prozess auch. Wir müssen zuerst auf die Herdplatte langen und dann merken, oh, Schande, heiß. Dass wir es merken. Aber wenn wir es verstehen, dass das, was Gott uns mitgegeben hat, er uns mitgegeben hat, weil er sagt, du sollst nicht und du wirst nicht, wenn du verstanden hast, dass es dir nicht gut tut. Das Verständnis, dass dir Sachen einfach nicht gut tut, wenn du es anders machst. Und du musst nicht Angst haben, dass Gott sagt mit dem berühmten Mai-Mai-Finger, wenn denn nicht, dann mache ich, kommst du im Fall nicht in den Himmel und so. Gott sagt, nein, es ist nicht das, was das Problem ist. Das Problem ist, dass du mir nicht glaubst, dass ich es gut mit dir meine. Und darum die Gebote nicht wagst, ernst zu nehmen. Sie tun dir nämlich einfach nicht gut. Ich bringe dir zwei mühsame Beispiele. Wirklich mühsame Beispiele. Das eine Beispiel heisst Ehre Vater und Mutter. Ehre Vater und Mutter. Das ist noch cool, das ist das einzige Gebot mit einer Zusage, auf das du lange lebst. Ich habe so viel erlebt im Altersheim, nicht extrem alt, verbittert, in der Familie so viel Streit und so viel gegen die Eltern gehandelt, dass sie noch auf dem Sterbebett mit mir geredet und gesagt, weißt, ich habe immer gegen den Papi gemacht. Und die Mami hat mir nichts dürfen sagen. Ich habe sie auch hindurch schlecht gemacht. Aber ich merke, ich habe eigentlich mein eigenes Leben schlecht gemacht damit. Und ich glaube, ich sollte das beheben. Ja, im Sterbebett lange, es geht noch so knapp, aber das könntest du im Fall auch früher noch haben. Das geht schon früher noch. Das müsstest du nicht dein ganze Leben durchmüden. Wie viele Familien habe ich gesehen, die so plagt sind von dem Kampf und Streit und Neid und dem anderen nichts rechts mögen gönnen oder das Gefühl haben, meint schlecht mit mir. Wie gesagt, du kannst es anders machen. Aber ich bin der Überzeugung, es tut dir einfach nicht gut. Aber mach's. Es gibt noch ein zweites Beispiel, auch ganz mühsam hochpopulär. Das ist, dass die Ehe ein Teil ist, wo Sexualität dazugehört. In eine Ehe, in einen Ehebund. Ja, aber heute solltest du ja ausprobieren. Du musst ja Wissen und Erfahrung haben. Aber wie viel schöner ist denn mal können, Sexualität zusammen zu erleben? Beide keine Erfahrung. Einfach einmal ausprobieren und zusammen sich an das Thema anzuwagen. Ohne einen Bachelor in Sexualität. Aber vielfach muss man ausprobieren. Man muss testen. Vielleicht funktioniert es ja nicht. Hat übrigens noch fast immer irgendwie funktioniert. Aber aus dem Test gibt es dann nachher einen Vergleich. Und wie viele Ehen haben genau mit dem Vergleichen nachher später Mühe und kämpfen? Gott sagt auch, du kannst es anders machen. Durchaus machst du es anders. Aber es kann sein, dass es dann einfach extrem Mühe in diesen Vergleichssachen gibt. Und so gibt es noch andere Gebote, die ich dir aufzählen könnte. Aber wenn du mal verstanden hast, dass Gott es gut mit dir macht, dann lass dich auf das ein und merkst, wenn ich mich darauf einlasse, es wird mir gut tun. Es wird einen guten und heilsamen Prozess in meinem Leben auslösen. Ein weiterer Vers, den ich mitbekommen habe von Gott auf meinem Glaubensweg. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles andere geben, was ihr braucht. Ich habe immer gedacht, ja, ich muss auch mehr sagen, was ich will. Dass es dann gut kommt. Und immer je mehr, da bin ich eigentlich noch rechts mit in dem Prozess, merke ich, dass wenn ich sein Reich als erstes nehme, dass dann alles andere eher flutscht. Eh noch Ring geht. Auch dann holpert es noch ein bisschen, gibt noch ein paar schwierige Momente. Aber es geht einfach ringer. Ich habe gemerkt, wenn ich darüber nachgedacht habe, in den stillen Zeiten,
dass ich so viele Leerläufe vermeiden konnte in meinem Leben, indem ich darauf einlassen habe. Ich habe gemerkt, dass ich so viel Frieden in gewissen Momenten gefunden habe und auch Freude. Dass ich Freunde gefunden habe, indem ich auf das einlassen habe. Und Beschenkung an ganz vielen Orten. Ich habe aber auch gemerkt, wie oft, dass ich dann in so Stresssituationen reingekommen bin, wenn ich mich wieder von so Versen entferne, von Gott entferne. Wie viel das Sorgen und Nöte wieder überhand nehmen und mir gänzlich meine Gedanken ergreifen. Wie hektisch und ruhelos manchmal mein Leben plötzlich wieder wird. Und ich habe mich manchmal gefragt, um wie viele segensreiche Momente habe ich mich selber beschnitten. Haben wir selber abgewürgt. Und darum möchte ich auch dir Mut machen, aus meiner Erfahrung, so Verse mit Jesus zusammen zu verinnerlichen. Und wenn du merkst, du stehst an, das abzugeben, dann red mit ihm drüber im Gebet. Oder such dir noch eine Glaubensgeschwister, eine Freundin im Glauben oder einen Freund im Glauben, der mit dir Wegstrecke geht. Mir ist irgendwann immer mehr bewusst worden, dass Gott mir einen Töff geschenkt hat, dass er eine Tür hat geschafft, zum Auftun, um mein Herz zu verändern. Ich glaube, bei dir wird er andere Sachen brauchen, aber er hat das gleiche Ziel. Er will dein Herz verändern. Und wenn es auch mal so Momente gibt, wo dann irgendwann das Motorrad vielleicht mal Bodenkontakt hat, und so Bodenkontakt mit dem Motorrad ist immer so ein bisschen mühsam. Auch ich hatte das oft mit dem TÜV, oder wenn du frisch vom Mofa gekommen bist und dann mit dem TÜV unterwegs warst, bist du noch nicht so gewöhnt, angefahren, noch ein Fußgänger gekommen, im ersten Moment verschrocken, so im Ruggeln, in die Bremse hineingegriffen, abgeleitet. Das ist dann, wenn ich dann am Morgen wieder gekommen bin zum Chef und gesagt habe, Chef, es hat noch zwei Blinkergläser haben. Und wie es halt ist, der Chef fragt dann jedes Mal, für was? Dann hast du peinlich müssen sagen, dass du vorne um die Ecke gab zuerst zu, wieder den TÜV abgelegt hast, zwei Blinkergläser und einmal mehr auf der Seite die Verschalung verkratzt hast. Und ich glaube, dass auch dein Lebens-TÜV manchmal abgelegt wird in gewissen Momenten. Dass du selber wieder in Lenker reingreifst bei Gott und irgendwas verheilt. Das kann eine Ehe sein. Das können andere Sachen sein, die abverheilen. Und Gott sagt, wenn wir merken, dass wir falsche Wege eingeschlagen haben, dann ist das der erste Schritt, dass du mit Gott zusammen deinen TÜV wieder aufstellen kannst. Der ist auch so einer. Ein 250 Kilo, wenn er liegt, habe ich auch Kogemühe, um ihn aufzustellen. Das letzte Mal, als ich so gewürgt habe, hatte ich einen Hexenschuss. Von dort her ist es gut, wenn du auch dein Lebens-TÜV nicht selber versuchst aufzuwürgen, sondern mit Gott zusammen das machst. Mit ihm zusammen die Wegstrecke machst. Und ich glaube, dann wird dein Leben gelingen. Und vor allem, du wirst Frieden auch finden. Ich hatte viele Momente, wo ich auch mein Leben einmal Revue passieren lassen habe. Ein Jahr lang war ich nicht Pastor. Ich bin Schulbus gefahren und Hausmann gewesen und habe immer wieder mit Gott gerungen und gesagt, Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden. Ich habe keine geistlichen Dienste wahrgenommen in dieser Zeit. Und habe gemerkt, wie Gott immer wieder mein Herz verändert. Und ich habe gesagt, Gott, ich hätte noch einen Wunsch, den ich unbedingt einmal noch mehr erleben möchte in meinem geistlichen Leben. Ich habe gesagt, ich will noch mehr, Jesus, dass du mein Herz so weit veränderst, dass es fähig wird, zu einem geistlichen Vater zu sein. Ich möchte, dass ich kann, auch in der Kirche ein geistlicher Vater sein und mit Menschen Wegstrecke gehen im Glauben und ihnen helfen, relevant ihren Glauben zu leben und standfest. Und da bin ich mit drin. Ich weiß nicht, ob das Gott mit mir macht oder ob er mich so weit mag verändern oder ich mich so weit verändern lasse, dass das möglich ist. Wir kommen zum Schluss zum Top Case. Wenn man so im Top Case alles mitnimmt, sie haben mich so reizen, den nochmal laufen zu lassen, aber ich lasse jetzt. Oh, Raimund, das hat mich dann gerade ein bisschen etwas gekostet.
Nein, ist ja gar nicht da. Da kommt es nicht mal mit rüber. Das ist ja gut. Im Top Case hast du immer ein paar Sachen dabei, die wichtig sind. Du hast ein paar Reservehändchen dabei. Du hast meistens etwas zu trinken dabei. Und was ich auch immer dabei habe, ist eine TÜV-Fahrerbibel. Das ist wichtig, weil mit den TÜV-Fahrern da kannst du nämlich recht gut über den Glauben reden, wenn du irgendwo da oben jetzt bist, auf einem Pass oben. Und die Frage ist jetzt, was können wir oder was kannst du vielleicht in dein Top-Case einpacken vom heutigen Abend? Ich habe dir ein paar Möglichkeiten aufgeschrieben. Zum einen würde ich dir wirklich den Vers aus Matthäus 6, 33, wo er sagt, ich tue dich führen und leiten, ich tue dich nicht quälen, den Vers, den möchte ich dir unwahrscheinlich ans Herz legen. Und wenn du anfängst, mit Gott zu bereden, dann berede mit ihm, weil du vielleicht musst den Glaubensalltag anfangen verändern. Verändere, indem du sagst, ja, ich muss etwas einprogrammieren, dass ich die Zeit auch habe mit Gott, um ihn zu fragen, was er würde sagen. Wenn du das nächste Mal mit Jesus zusammen die Stille machst, dann fang auch an, aufzuschreiben, was er dir sagt. Ich finde immer noch, die Leute schreiben viel zu wenig auf in der Predigt. Dass man alles so richtig krass sein. Weil ich vergiss, wenn ich da rausgehe bis morgen 70% von der Predigt. Wenn ich da rein würde hocken, möchte ich mich noch erinnern, hat irgendwas über den TÜV gesagt. Keine Ahnung was. Darum mache ich dir Mut, schreib auf in der Predigt. Glaub daran, dass dein Gott zu dir in dieser Predigt oder in irgendeiner anderen mag reden. Etwas Relevanz zu dir. Und fang an, das zu bearbeiten. Und fang an, in diesen Gedanken mit Gott dran zu bleiben. Und vielleicht, wenn du mal wieder Schiffbruch erleidest, von anzuhocken und mit Jesus zusammen das Abendmahl zu nehmen. Hat er so praktische, die hinten, die sind so klein verpackt zum Mitnehmen. Habe ich auch immer hinten im Topkissen. Das ist das Abendmahl, kann irgendwo mal feiern. Und das ist mega cool, wenn du auf dem TÜV so auf 1800 Meter oben bist und dort oben irgendwo das Abendmahl feierst. Finde ich immer besondere Moment mit Jesus. Mach dir Mut, mehr an deinen Gott zu glauben, weil er glaubt an dich. Viel mehr, als du denkst. Amen.